Sprich mit Felix, um den Kampf zu beginnen. Das machen wir. Ich bin ready. So, lass mich anfangen, Digga. Wir sind soweit. Wirklich? Alle glauben, sie wären bereit, bis sie was aufs Maul kriegen. Ihr kämpft zuerst gegen ein paar Neulinge. Wenn ihr überlebt, werden wir weitersehen. Zwei, die trotz geringer Chancen kämpfen. Die Zuschauer lieben unfaire Kämpfe. Enttäuscht sie bloß nicht. Oder mich. Okay. Es war kacke, dass ich jetzt wieder gegen andere kämpfen muss, aber gut. Wollt ihr unser Blut sehen oder deren Blut? Egal, Hauptsache Blut. Hier gibt es keine Unschuldigen. Halt dich bloß nicht zurück, Bruder. Die tun das sicher auch nicht. Jeder von uns hier kennt das Risiko. Du hast dich hier schon sehr gut angepasst. Kannst du denn nicht egal, komm her. Eine Runde sterben für dich. Sie bewundern mich, Ball. Die Männer, die Frauen. Ich habe alles, was ich mir wünsche. Oh, das wollte ich nicht. Oh, shit. Trifft er mich auch noch? Das war machen wir mal Schluss mit dir. Die beiden Wüstenratten sind zäher, als sie aussehen. Wunderbar. Du musst keine Bogenschützen, das wäre kacke. Wenn wir Bogenschützen kriegen, das wäre blöd. Ich hol mir jetzt mal den hin. Holen wir uns mal den. Oh, shit. Digga. So lass ich dich nicht davon kommen. Mehr Bro, du kriegst auch noch eine Ladung. Jetzt krieg ich was ab. Kann ja wohl nicht wahr sein. Und wir werden einem reichen Patron auffallen. Das ist immer noch die erste Runde, ey, Digga, was ist denn los hier? Dann eröffnet sich eine Welt neuer Möglichkeiten. Die besten Gladiatoren erhalten Spezialaufträge und machen mehr Geld, als du dir vorstellen kannst. Dann machen wir mal auf uns aufmerksam. So, komm. Komm schon, hauen kaputt. So, da haben wir noch einen. Der ist auch down, sehr schön. So, das war die erste Runde. Ein Sieg für die Beschützer von Siva! Die neuen Lieblinge der Arena. Wer weiß, wie weit sie noch kommen werden. Mhm. Euch zwei zusammenzustecken bei einem meiner besten Ideen. Ja, Digga, du hast. Das war deine Idee auf jeden Fall. Ich sagte doch, wir sind zu hören, bestimmt, Felix. Zu hören? Langsam, langsam, Fräulein Sandflo. Es liegt ein weiter Weg vor euch. Ihr seid noch lange kein Titelanwärter. Ihr könnt nicht gegen die gallischen Brüder kämpfen, nur weil ihr ein paar armselige Neulinge besiegt habt. Obwohl ich ehrlich gesagt hoffe, dass ihr es schafft. Du gehst mir echt ganz schön auf den Nerv. Was müssen wir tun, um gegen sie anzutreten? Bei den Göttern, jetzt du auch? Konzentriert euch auf die nächste Runde! Und weil ihr mich nervt, gibt's diesmal Löwen obendrauf. Sie haben tagelang nichts gefressen. Und ihr seid ihr Futter. Kommt, wenn ihr bereit seid. Na, ich denke, ich wenn bin stimmt, bereit. Was Kenzer sagt, könnte jeder der Gladiatoren für das Krokodil arbeiten. Vielleicht gibt es hier Beweise für die Aufträge der gallischen Brüder. Und auch für die Identität ihres Patrons. Muss ich jetzt hier nach Beweisen suchen, oder was? Ich denke. Nee, verlassen will ich nicht. Was hat der zu sagen? Du fühlst dich sehr gut? Planst deinen Weg an die Spitze? Glaub mir, was wir tun, ist nicht nobel. Wir sind nur Söldner, mehr nicht. Nur Söldner? Die Reichen mieten unsere Schwerter. Ja, du hast es gehört? Mein Rat, geh nicht darauf ein. Das ist gefährliches Terrain. Ich sah viele gute Männer sterben. Kämpfe und geh nach Hause. Lass die Finger von den Aufträgen. Welche Aufträge?
Ein imposanter Einstand, Sivana. Ich bin ein wenig neidisch. Ich muss schnell mehr Geld verdienen. Ich habe gehört, es gäbe Aufträge außerhalb der Arena. Dir bleibt auch nichts verborgen, mein Freund. Wir sollten nicht darüber reden. Aber von Zeit zu Zeit ergeben sich Gelegenheiten. Ich glaube, ich habe mich nun selbst als würdig erwiesen. Kennst du auch die Auftraggeber? Es gibt einen Grund, warum diese Leute im Schatten bleiben. Niemand kennt ihre Identität. Hör auf meinen Rat. Wenn du das Glück hast, ausgewählt zu werden, dann tu, was man verlangt und freu dich über den Lohn. Okay, Digga, ich habe genug geplaudert. Ich will weiterkämpfen hier. Wir gehen wieder rein. Wir gehen zu Kendra und dann geht's hoffentlich weiter. Wir sind auf dem richtigen Weg. Nach all der Zeit könnte ich endlich meine Chance bekommen, gegen die gallischen Brüder anzutreten. Und das verdanke ich dir. Ach, nichts könnte mir lieber sein. Was hat es eigentlich mit den anderen Aufträgen auf sich? Oh, der aufrechte Bayek will sich die Hände schmutzig machen? Die Zeiten ändern sich, Seni. Ich schätze, es ist schwer, immer nur ein Magi zu sein. Da wirst du wohl Felix nachfragen müssen. Vertraulich. Können wir jetzt anfangen oder nicht? Der beste Weg, an das Krokodil zu kommen, ist ein Sieg über die Gallier. Ich mit Felix, um den Kampf zu beginnen. Jetzt bräuchte ich mehr Gründe, um Shadias Mördern die Kehle aufzuschlitzen. So machen wir natürlich. Felix! Ich hörte, einige Gladiatoren bekommen hier Spezialaufträge. Du hast dich verhört. Und wenn es das gäbe, müsstest du viel tun, um dir Zugang zu verdienen. Deine Arbeit, du vorwitziger Bluthund, ist zu kämpfen. Mehr nicht. Du verdienst dein Geld in der Arena oder überhaupt nicht. Dann werde ich genau das tun. Wir sind bereit. Na endlich. Man verlangt nach euch beiden in der Arena von Kyrene. Liefert eine gute Vorstellung, dann profitieren wir alle. Was machst du eigentlich, Felix, außer dumme Sprüche kloppen? Kämpfst du noch mal in der Arena? Okay, es gibt einen Löwen. Wie oft kämpfst du gegen Löwen? Nur wenn Felix welche bekommt. Die sind viel teurer als Menschen, die sich freiwillig für eine Tracht Prügel melden. Es liegt wenig Ehre darin, Tiere zu töten. Töte oder werde gefressen. Und er ist eingesperrt. Alles ist gut. Komm schon. Solange wir ihn nicht freilassen. Nein, 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 nein. Müssen wir jetzt mal schnell wieder hochheilen. Nein, ich will ihn nicht verlieren, den Punkt. Den Punkt Leben. Komm, wir holen uns den. Ah, ich bin wieder voll, sehr nice. Noch wilder als die wildesten Bestien. Stimmt endlich. Sieht aber nicht so viel aus, der Kleine. Oh shit. Oh shit. Und wir müssen den Dicken erstmal platt machen. Komm. Ich dachte, die wären eingesperrt. Es gibt keine Regeln in der Arena, Sadie. Geht's weiter? Vorne. Den großen schnapp ich mir mit meiner Fähigkeit. Ich bring dich um. Oh shit, da müssen wir aufpassen. Digga, mach ihn doch platt, Mann. Komm schon, komm schon, komm schon. Was ist meine Lady? Ist jetzt down oder was? Oh shit. Weg, 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 weg. Zack. Bam. Oh, der war böse, der Move. So, die haben wir auch geschafft. Wunderbar. Gewinne die zweite Runde. Haben wir schon geschafft? Mal gucken.
Komm, lass uns gleich beginnen hier. Ich brauche nicht lang rumtun hier. Komm, wir machen gleich die nächsten hier. Wo ist Kenza? Ihre Talente wurden heute woanders Was? Gebraucht. Diesen Kampf wirst du also alleine gewinnen müssen. Ja toll, alleine gegen zwei? Wie dumm ist das denn? Noch ein Auftrag für diesen Patron? Kämpfer, die zu viele Fragen stellen, leben nicht lange. Der Beruf ist sehr gefährlich. Unfälle passieren. Ich will mich nur als würdig erweisen. Dann musst du gewinnen. Du kriegst deine Chance gegen die Brüder. Schlag sie und man wird dich bemerken. Alleine gegen zwei? Wie dumm ist das denn? Heiliger Anubis. Ich muss gewinnen. Gegen zwei Leute. Naja, gucken wir mal an, wie stark die sind. Gucken wir mal. Das ist einer davon, oder was? Was ist denn die Brüder? Kommt jetzt erstmal einer und dann kommt der nächste. Oh shit, Digga, geh doch weg! Oh, ich komm da nicht weg, Mann. Was soll denn das, Mann? Digga! Alter, was ist denn das für ein Scheiß hier unten? Ja, natürlich, ey. Da ist mein erstes Ding schon weg, weißt du? Ja. Nein! Ey, du kommst aber auch nicht weg. Was ist denn das für eine Kacke? Ohne Müll, das ist ja mal total behindert. Du kommst da einfach nicht weg dann. Das heißt, du kannst nichts machen dagegen. Mal den zumindest. Erstmal die klein machen. Nein, weg, 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 weg. Mann, du kannst da nicht ausweichen, Mann. Was soll das? Was soll das, ey? Das ist so behindert. Ich glaube, das ist der zweite Bruder, ne? Ja. So lächerlich. Ach komm, Digga. Komm schon, komm schon, komm schon, mal platt. Oder haben wir den auch? Sehr schön. Sehen wir hier den nächsten Herausforderer? Alter, wie viele kommen denn dann noch, Mann? Wie viel kommen da noch? So, den haben wir auch, sehr schön. Digga, schlag da einfach mal zu, Mann. Gewinne die dritte Runde. Ich hoffe, das waren jetzt alle. Waren alle? Ja, okay. Aber das waren nicht die Brüder. Doch. Tut mir leid, dass ich dich allein ließ. Und doch kann ich stolz auf dich sein. Hat er die jetzt besiegt? Felix, einen Auftrag für dich. Für wen war er? Ich werde es dir bei Gelegenheit erzählen, Bruder. Nur so viel, unsere Zukunft hat nie rosiger ausgesehen. Das ist der ersehnte Moment. Unsere Chance auf den Umhang der Meister. Also das ist jetzt der letzte Kampf. Felix, wartet!
Okay, jetzt kommt dann wahrscheinlich der Finalkampf. Bin ich ja mal gespannt. So, Felix, das letzte Mal hier. Na komm, los geht's, oder? Ihr schlagt euch gut für zwei Landeier. Eure Zeit ist gekommen. Die Zuschauer sind es leid, dass Viridovix und Diovikos alle Gegner mit Links vernichten. Ich baue darauf, dass ihr es unterhaltsamer macht. Und eines noch. Tötet sie nicht. Meine besten vier Kämpfer müssen leben für die Revanche. Die Gallier haben denselben Befehl bekommen. Also gut, wir werden sie nicht töten. Aber was Schmerz und Demütigung angeht, garantiere ich für nichts. Das ist los geht's. Bayek, unser großer Moment. Jetzt geht's los. Man wird uns Denkmäler errichten. Wir sind die Herausforderer für die Krone. Die Beschützer von Diva. Unübertroffen. Unbesiegt. Wir sind die gallischen Brüder! Okay, der hat eine krasse Reichweite wahrscheinlich. Und der wahrscheinlich auch. Muss man mal gucken. Ich weiß ja nicht, wen Kendra übernimmt. Wow, 28. Der hält viel aus, der hält viel aus. Okay, wir haben keinen Bogen. Shit, 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 weg, 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 weg. Also einen sollten wir kriegen ohne Probleme, denke ich. Machen wir jetzt mal den kaputt, ich glaube, dass der einfacher ist. Oh shit, shit, weg, weg, weg. Weg, 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 weg. So, komm. Schönes Ding. Weg, weg. Oh shit. Ja, der hat eine krasse Reichweite, da müssen wir echt gucken. Was macht er denn jetzt für einen Quatsch hier? Komm, 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 komm. Machen wir jetzt platt. Komm schon, komm schon, komm schon. Den haben wir gleich, sehr schön. Den haben wir gleich down, den Typen. Noch einen Schlag, oder? So, Nummer 1 haben wir, sehr schön. Komm schon, komm schon, komm schon, den machen wir jetzt auch noch platt. Wow, wow, wow. Unsere Fähigkeit ist gleich wieder voll. Digga, steh doch auf! Ah, jetzt haben wir ein Segment verloren, das ist schlecht. Ey, der macht halt immer dahin, wo... Das ist lächerlich, ohne Scheiß. Der schlägt dahin. Ja, komm, jetzt machen wir einen Platt, mal los. Finaler Schlag hier. Na, natürlich ist er jetzt weg. Zack! Ich denke, wir sollten die nicht töten. Jetzt haben wir sie ja doch getötet. Lächerlich. Krokodil! Die gallischen Brüder sind besiegt!
Mord der kleinen Shadia. Verdient ihr den Tod? Mädchen am Leuchtturm? Das waren wir nicht, ich schwöre. Wir haben viel Schreckliches getan, Sivano. Aber dieses Kind habt ihr nicht ermordet. Ein Hoch auf die neuen Meister! Wir waren die Beschützer von Siva! Wir sollen die Soldaten, das Mädchen fangen und zu Berenike bringen, zum Krokodil. Sie hat dieses Kind erträgt. Sie nahm ihr ein Buch ab, ließ einen Stein an ihren Knöchel binden und stieß sie ins Wasser. Wir konnten nichts tun. Deswegen bist du also zu mir gekommen, oder? Du wolltest ihren Patron, dieses Krokodil. Bayek, warum hast du mir nicht vertraut, hm? Ich hätte dir geholfen. Du bist Söldnerin, genau wie die. Es war einfach zu riskant. Welches Schicksal erwartet die Gefallenen? Nein. Ist es Leben? Bayek. Oder Tod. Du musst mich doch besser kennen. Tod. Bayek, du kennst mich doch. Ja, damit haben wir die Arena geschafft, denke ich. Ich denke jetzt, unser nächster Auftrag ist tatsächlich das Krokodil. Schätze ich mal. Gucken wir mal, was als nächstes kommt. Aber war recht simpel, muss ich sagen. Der eine Kleine, der zuerst down ging, der hat ja nicht viel gemacht. Der Große hat eine krasse Reichweite gehabt mit seiner Sichel, das war ein bisschen schwieriger. Dem Platz zu machen, das war nicht so easy. Aber nun komm, nun lad nicht so lang, Mann. Komm schon. Ey, wie lange er immer laden muss, dann weiß ich, jetzt kommt wahrscheinlich eine Sequenz von 5 Sekunden und das war's dann wieder. Dann ist wieder die Open World dran, ne? Und dafür muss er jetzt eine Viertelstunde laden. Ja, das muss er jetzt laden hier, oder was? Das hat er jetzt laden müssen, oder wie? Das Krokodil, das ist die Olle, okay? Die Olle ist das Krokodil, alles klar. Okay. Gut, das Krokodil machen wir aber erst in der nächsten Folge dann, Leute. Wir machen hier Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da und dann schaltet auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder ein. Dann besiegen wir das Krokodil. Von den Zielen her könnt ihr mal kurz gucken. Das ist das letzte. Und dann denke ich mal, kommen nochmal 3 oder 2. 2? Ich weiß nicht. Das sind 5. Das sind... Ich denke, dass dann 3 wiederkommen. Und dann kommt 2 und dann 1, denke ich. So in dem Dreh, denke ich, wird es laufen. Gucken wir mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, Daumen nach oben wäre nice. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge für Assassin's Creed Origins. Haut rein, euer Panne. We'll be right back.